Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 3 und zum Thema Attribute. Wie Sie wissen, sind Attribute Teile von Klassen, deshalb sind Attribute hier nicht als eigenes Thema in der Themenliste aufgeführt, sondern nur Klassen, kommen aber natürlich auf dem Übungsblatt überall vor, zum Beispiel an dieser Stelle oder auch an dieser Stelle. Auch bei den Vorlesenfolien gleich von Anfang an, hier beispielsweise auf dieser Folie, haben wir einen Roboter über den Konstruktor gleich initialisiert. Das heißt, die Attribute des Roboters, mit denen wir uns immer befassen, sind mit initialen Werten gleich belegt worden. Wir haben uns auch angeschaut, was das Ganze im Computerspeicher besagt, also wie wir uns das vorstellen können. Ein Objekt einer Klasse können wir uns im Prinzip vorstellen als die Summe der Attribute. Das heißt also, wenn Speicherplatz für ein Objekt im Laufzeitsystem reserviert wird, dann wird dafür gesorgt, dass dieser Speicherplatz groß genug ist, damit alle Attribute aufeinanderfolgend, ohne sich zu überlappen, jeweils einen eigenen Speicherplatz in dem Gesamtobjekt bekommen. Es ist nicht völlig falsch, nicht ganz richtig, aber auch nicht völlig falsch zu sagen, ein Objekt ist die Summe der Attribute. In jedem einzelnen Objekt einer Klasse, das gilt nicht nur für Robots, sondern auch für alle anderen Klassen, verhält es sich so, dass die Attribute immer an denselben Positionen sind. Das heißt also, in jedem Objekt kann man darauf vertrauen, dass das Attribut x beispielsweise immer an derselben Position ist, das heißt immer dieselbe Differenz zur Anfangsadresse hat. Wir sagen auch immer denselben Offset zur Anfangsadresse hat. Wir haben auch gesehen, wie man Attribute definiert. Zum Beispiel hier unsere Nachimplementation der Klasse Robot. Wir haben auch gesehen, dass es sinnvoll ist, in der Regel sinnvoll ist, Attribute private zu deklarieren, weil das Problem besteht, dass wenn Nutzer einer Klasse von außerhalb der Klasse direkt auf die Attribute zugreifen können, dass da häufig Fehler gemacht werden können. Und das kann man verhindern, indem man die Attribute private setzt und nur indirekt über die Methoden der Klasse, zum Beispiel Move und TurnLeft, die Möglichkeit gibt, von außen her die Attribute zu verändern. Wenn solche Methoden wie Move und TurnLeft korrekt implementiert sind, dann kann da kein Fehler mehr passieren. So, wenn wir jetzt aber mal zur Illustration tatsächlich mal die Attribute public deklarieren, dann können wir auf relativ einfache Art und Weise ohne Verkünstelungen sehen, wie das aussieht, wenn wir auf Attributwerte zugreifen. Für das Objekt, auf das die Referenz A verweist, sieht das so aus, ähnlich wie bei Methoden. Referenzname, Punkt und dann der Name des Attributs. Und Sie sehen hier, wie bei jeder anderen Variable, kann man einfach durch Zuweisung dann den Wert, der da drin steht, überschreiben. Man kann nicht nur schreibend auf der linken Seite der Zuweisung, sondern auch lesend darauf zugreifen. Zum Beispiel hier wird der Wert dieser Speicherstelle i hier ausgelesen, irgendwohin kopiert im Speicher. Dort wird dann eine 1 drauf addiert und dieser Wert, der dabei herauskommt, wird dann wieder durch die Zuweisung in diese Speicherstelle zurückkopiert. Wenn die Typen zusammenpassen, und das tun sie ja bei Int und Double, dann kann man beispielsweise auch den Wert eines Attributs herauslesen und dann in ein anderes Attribut von kompatiblem Typ dann hineinkopieren. Auf dieser Folie sehen Sie den wichtigen Punkt, wenn das wir zwar von einem Attribut einer Klasse immer reden, aber dieses Attribut taucht in jedem einzelnen Objekt dieser Klasse wieder auf, und zwar als völlig unabhängige Stücke Speicherplatz, die nicht in Beziehung zueinander stehen, die einfach nur immer mit demselben Namen klein d angesprochen werden, in diesem Beispiel, aber zum Beispiel hier eben auch mit unterschiedlichen Referenzen a und b, sodass wir also beispielsweise hier zwei verschiedene Werte in diese beiden Speicherplätze mit Namen klein d hineinschreiben können. Und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Diese beiden Speicherplätze sind völlig unterschiedlich. Und wenn wir später bei einem von den beiden beispielsweise den Wert wieder überschreiben, dann wird sich beim anderen überhaupt nichts ändern, denn die beiden haben nichts miteinander zu tun. Sie haben nur Namensgleichheit klein d. Was wir aber natürlich auch machen könnten beispielsweise ist, uns von einem dieser beiden Objekte den Wert in einem Attribut herzunehmen, herauszulesen und dann per Zuweisung dasselbe Attribut in einem anderen Objekt dann zu überschreiben. Sowas ist natürlich möglich.
Diese Situation haben wir so noch nicht gesehen. Hier verhält es sich etwas anders. Da müssen wir genau drauf schauen. Wir haben jetzt nur noch ein Objekt hier. Und durch diese Zuweisung in der zweiten Zeile rechts haben wir hinbekommen, dass dieses Bild tatsächlich so aussieht, dass also in A und in B derselbe Inhalt steht, nämlich dieselbe Adresse desselben Objektes, weil wir ja nur dieses eine Objekt hier oben in der ersten Zeile eingerichtet haben. Jetzt verhält sich die Situation anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Attribut klein d über die Referenz A anspreche oder über die Referenz B anspreche, dann ist das jeweils dieselbe Speicherstelle. Und wenn ich sie hier beispielsweise über die Referenz A überschreibe, dann wird, wenn ich sie auch dann lesend darauf zugreife, über die Referenz B, dann wird dieser überschreibende Wert dann dort eben auch zu stehen sein, weil es eben dieselbe Speicherstelle ist. Attribute von Referenztypen sind etwas komplizierter. Bis jetzt haben wir in diesem Video Attribute von primitiven Datentypen gesehen. Hier ein kleines Beispiel. Wir haben eine Klasse Groß X, die uns nicht weiter interessiert, wie die aufgebaut ist. Die dient nur der Illustration. Und worauf wir hinaus wollen, ist, dass wir hier eine Klasse Groß Y haben, die ein Attribut von Klasse Groß X hat. Und das ist eine Referenz einfach. Das heißt einfach, dieses Attribut in einem Objekt der Klasse Groß Y enthält nichts anderes als eine Adresse eines Objektes von Typ Groß X oder den symbolischen Wert null zum Andeuten, dass es eben keine Adresse eines Objekts enthält. So, wenn wir jetzt ein Objekt von Klasse Groß Y einrichten, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt, dann wird diese Referenz klein b in diesem Objekt von Groß Y initialisiert. Und zwar mit dem symbolischen Wert null, der eben anzeigt, dass diese Referenz klein b auf kein Objekt von Typ Groß X verweist. Wenn wir das wollen, dann müssen wir eben mit Zuweisung die Adresse eines Objektes, zum Beispiel eines neu eingerichteten Objektes, wir können hier stattdessen auch ein schon vorher eingerichtetes Objekt hinschreiben, muss diese Adresse dann in die Referenz klein b hineinkopiert werden. Hier sehen Sie unten nochmal dieselben zwei Zeilen und hier oben das Bild, wie Sie sich das vorstellen können. Wir haben also in der ersten Zeile eine Referenz klein a eingerichtet mit einem Objekt vom Typ Groß Y. Hat zunächst einmal in der Referenz, in dem Attribut b, noch den symbolischen Wert null, aber durch die zweite Zeile wird ein neues Objekt von Klasse Groß X eingerichtet und die Adresse wird dann in dem Objekt von Groß Y, was wir in der ersten Zeile eingerichtet haben, in der Referenz klein b dann entsprechend gespeichert, sodass sich dieses Gesamtbild ergibt. Hier nochmal zurück zu dem Bild, das wir vor ein paar Folien hatten. Zwei Referenzen verweisen auf dasselbe Objekt. Wir müssen jetzt Begrifflichkeiten klären und die Konsequenzen fürs Kopieren von Objekten in andere Objekte. Hier erstmal die Begrifflichkeit. In dieser Situation, die wir hier oben sehen, und hier unten sehen Sie nochmal den Code, der zu dieser Situation hier oben geführt hat. In dieser Situation sprechen wir von Objektidentität. A und B verweisen jeweils auf ein Objekt, aber diese beiden Objekte sind identisch. Es ist eigentlich nur ein Objekt, deshalb Objektidentität. Im Gegensatz dazu reden wir in dieser Situation von Wertgleichheit. Ja, es ist eine sehr ähnliche Situation, aber wenn man es genau betrachtet, fundamental unterschiedlich. Und es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Sie kennen das vielleicht aus dem Deutschunterricht oder anderswoher, der Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche. Eben hatten wir dasselbe Objekt, jetzt haben wir zwei gleiche, zwei wertgleiche Objekte. Nämlich hier sehen Sie die beiden Objekte, die hier eingerichtet worden sind. Und hier sorgen wir dafür, dass die Attributwerte dieselben sind in beiden Objekten. Dann reden wir von Wertgleichheit. Soweit so gut. Das Problem taucht auf, wenn wir wieder Attribute von Referenztypen haben. So wie hier, diese Klasse Groß X ist das noch nicht. Aber Groß Y hat ein Attribut vom Referenztyp. Klasse Groß Z hat sogar zwei Attribute vom Referenztyp. Und der eine davon, Groß Y, hat wiederum selber ein Attribut vom Referenztyp. Wenn wir jetzt ein Objekt von Groß Z kopieren wollen, dann ist in den allermeisten Anwendungen
die einzig sinnvolle Möglichkeit, dass es wirklich hundertprozentig kopiert wird. Das heißt also, dass das Endergebnis, die Kopie mit dem Original wirklich physisch im Speicherplatz nichts miteinander zu tun hat, sodass also beide Objekte, das Original und die Kopie, sozusagen nebeneinander koexistieren können. Und wenn wir an dem einen irgendwas rumbasteln, dann hat das für das andere überhaupt keine Konsequenzen. Das ändert sich dadurch nicht. Das ist für die Elemente, die Attribute vom primitiven Datentyp jetzt kein Problem, so haben wir es öfters mal gesehen, aber wir müssen dafür sorgen, dass auch bei den Referenzen als Attributen tatsächlich alles kopiert wird und das sehen Sie hier. In der mittleren Spalte sehen Sie den Code, mit dem erstmal ein Objekt von Klasse Groß Z eingerichtet wird, mit allem drum und dran, das heißt mit einem Objekt hier für klein x und einem weiteren Objekt für klein y und klein y, dieses Objekt hier von Klasse Groß Y enthält wiederum eine Referenz klein x, dafür dann auch ein Objekt. Und alle Werte, die dann vorkommen von primitiven Datentypen, alle Attribute von primitiven Datentypen dann mit irgendwelchen Werten initialisiert. Hier sehen Sie jetzt diese tiefe Kopie, von der ich gesprochen habe, dass wirklich alles so weit kopiert wird, dass es keinen Zusammenhang mehr gibt zwischen dem Originalobjekt mit allen daran hängenden weiteren Objekten und dem kopierten Objekt. Ebenfalls mit allen daran hängenden Objekten. Deshalb müssen wir auch hier jeweils für alle diese Objekte, für alle diese Attribute von Referenztypen jeweils ein Objekt einrichten und müssen dann entsprechend bei den primitiven Datentypen alles kopieren. Erst wenn wir das so kompliziert machen wie hier, so umfangreich, so systematisch und konsequent machen wie hier, erst dann haben wir eine tiefe Kopie, sodass wirklich diese beiden Objekte, auf die Z1 und Z2 verweisen, nichts mehr miteinander zu tun haben. Egal, was wir mit einem der beiden Objekte machen, es wird das andere nicht mehr berühren. So, jetzt wird langsam Zeit, dass wir uns nochmal überlegen, wie war das mit der Namensgebung, mit Identifiern für Attribute. Erstmal wissen wir ja, was die generellen Regeln sind, wie wir überhaupt Identifier bilden können, damit sie durch den Compiler durchgehen, damit nicht gleich die Übersetzung mit Fehlermeldung abgebrochen wird, nämlich dass sie kleinen Großbuchstaben, Ziffern und diese beiden Sonderzeichen verwenden können, mehr nicht, und dass das erste Zeichen auch keine Ziffer sein darf, um keine Missverständnisse mit Zahlenwerten irgendwie zu provozieren. Und auch alles, was reservierte Wörter sind, haben wir auch schon gesehen, darf nicht als Identifier verwendet werden. Aber wir haben Groß- und Kleinschreibung, das heißt, wenn dieses Wort reserviert ist und dafür nicht verwendet werden darf, also weil es ja ein Schlüsselwort ist, weil sämtliche Verfremdungen dieses Wortes dürfen weiterhin verwendet werden, auch wenn sie sich nur in Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Neben den Regeln, die vom Compiler wirklich forciert werden, wo sie also nicht drumherum kommen, gibt es aber Konventionen von Identifiern, das hatten wir schon. Jetzt hier konkret die Konvention nochmal für Attribute. Ähnlich wie bei Variablen, Parametern und so weiter und auch Methoden. Wichtigste Konvention erst einmal, dass der erste Buchstabe klein geschrieben wird, alle weiteren Buchstaben auch klein, außer Wortanfänge im Inneren. Die werden auch bei Attributen groß geschrieben, so wie Sie es von Methoden und anderswoher schon her kennen, gesehen haben. Hier nochmal in Überblick, wie das aussieht. Erster Buchstabe klein bei unter anderem Attributen und jeder Wortanfang innerhalb eines Identifiers entsprechend groß. Eine Ausnahme sind Konstanten, also mit final gebildete Attribute, Variablen und so weiter, die werden nach Konvention immer groß geschrieben. Und zwar alle Buchstaben groß. So, jetzt sehen wir hier ein Beispiel dafür, warum es wichtig ist, Attribute als private zu deklarieren und den Nutzern einer Klasse
von außerhalb der Klasse nicht die Möglichkeit zu geben, direkt auf die Attribute zuzugreifen. Denn hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass diese Attribute, die nach außen hin dem Nutzer der Klasse vorgespiegelt werden, gar nicht unbedingt existieren müssen. Wir haben hier eine Klasse Circle, also zur Darstellung von Kreisen mit Mittelpunkt und Radius. Und wir wollen natürlich dem Nutzer der Klasse Circle vorspiegeln, dass es da tatsächlich einen Mittelpunkt gibt mit X- und Y-Koordinate, wo wir mit GetCenter X-Koordinate, SetCenter X-Koordinate diese Koordinaten des Mittelpunktes des Kreises eben herauslesen und überschreiben können. Aber in der Basisklasse GeomShape 2D haben wir schon einen Referenzpunkt für jedes grafische Objekt definiert. Das wird vererbt an Klasse Circle, ist protected deklariert, kann daher in abgeleiteten Klassen verwendet werden, kann darauf lesen und schreiben zugegriffen werden, und genau das machen wir hier. Was war dieser Referenzpunkt? Das ist allgemeine Konvention in eigentlich allen modernen Grafikprogrammen, soweit ich das überblicken kann. Jedes geometrische Objekt, Kreise, Rechtecke, Strecken, Textfelder, was auch immer, hat als Referenzpunkt die obere linke Ecke des einschließenden, des kleinsten umfassenden Rechtecks. Und dieses kleinst umfassende Rechteck, die obere linke Ecke, unterscheidet sich von dem Mittelpunkt nur um den Betrag Radius in beiden Richtungen, in X- und Y-Richtung. Das heißt also, wenn wir die X-Koordinate vom Mittelpunkt dem Nutzer herausgeben wollen, wir speichern gar nicht diese Koordinate, sondern wir haben ja sowieso von GeomShape 2D die Position X und Y vom Referenzpunkt und brauchen da nur den Radius draufzusetzen und spiegeln damit dem Nutzer der Klasse Circle vor, hier, wir haben dir den Mittelpunkt zurückzugeben, und das passt natürlich auch. Es ist der korrekte Wert des mathematischen Mittelpunkts dieses Kreises. Und genauso, wenn wir den Mittelpunkt setzen, hier kann der Nutzer angeben, setze die x-Koordinate des Mittelpunkts auf diesen neuen Parameterwert, dann setzen wir nicht den Mittelpunkt als Attribut, denn den Mittelpunkt als Attribut haben wir gar nicht, den haben wir uns eingespart, sondern wir setzen entsprechend den Wert der linken oberen Ecke des umschließenden Rechtecks, also den Referenzpunkt. Und denn wenn wir zum Beispiel den Referenzpunkt irgendwo hinsetzen auf eine bestimmte Koordinate, dann ist weiterhin der Mittelpunkt mathematisch der Abstand zum Radius. Ja, also wenn wir hier an dieser Stelle dem Nutzer der Klasse Circle von außen her, außerhalb der Klasse Circle her, die Möglichkeit geben würden, die Position direkt selber zu setzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da Fehler passieren und dass dann plötzlich alles irgendwie inkonsistent ist. So wie wir das jetzt gemacht haben, dass die ganze Realisierung des Mittelpunktes eingekapselt ist und nur durch die Methoden wie GetCenterX und SetCenterX nach außen hin vorgespiegelt werden, da müssen nur die Methoden der Klasse Circle korrekt implementiert sein und dann kann nichts mehr passieren. So, wir haben noch einen Punkt ausgelassen. Alles, was wir bisher an Attributen gesehen haben, werden wir in Zukunft etwas präziser Objektattribute sehen. Der Name leitet sich daher ab, dass dieses Attribut, wie wir bisher gesehen haben, in jedem einzelnen Objekt jeweils einmal vorkommt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Klassenattribute zu definieren. Das ist in der Notation ganz einfach. Sie müssen nur an dieser Stelle hier static schreiben und dann sehen Sie den Unterschied. I ist nicht mehr in jedem Objekt einmal vorkommend, sondern das Laufzeitsystem packt an irgendeiner Speicherstelle im Computerspeicher jetzt einmal die Speicherstelle I hin, und das ist jetzt die Speicherstelle I dieses Klassenattribut. Deshalb Klassenattribut, weil es nur einmal pro Klasse, nur einmal für diese Klasse vorkommt, während Objektattribute eben pro Objekt vorkommen. Das hat natürlich Konsequenzen. Wenn jetzt das I nur einmal vorkommt, dann hat das die Konsequenz, wenn wir mit unterschiedlichen Referenzen auf
dieses Attribut i zugreifen, dass das jeweils dieselbe Speicherstelle ist. Das heißt, wenn wir sie einmal überschrieben haben, hier mit dem Wert 123 und danach mit einer anderen Referenz darauf zugreifen, dann kommt eben die 123 raus. Hat auch zur Konsequenz, zur durchaus beabsichtigten Konsequenz, dass die Entwickler von Java gesagt haben, okay, wenn dieses i, dieses Attribut nur einmal für die ganze Klasse vorkommt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, dass wir erzwingen, dass man dieses Attribut wie Objektattribute mit einer Referenz ansprechen muss. Ja, Objektattribute muss man natürlich immer mit einer Referenz ansprechen, denn es muss durch diese Referenz ja klar sein, welches Objekt gemeint ist, in welchem Objekt wir dieses Attribut ansprechen wollen. Aber bei Klassenattributen ist es anders. Da brauchen wir diese Referenz nicht, sondern wir können einfach den Klassennamen Punkt Attributnamen hinschreiben. Das wird uns von Java erlaubt. Und das macht es einfach einfacher in vielen verschiedenen Situationen, die Sie auch in der Java Standardbibliothek beispielsweise wie hier finden. Sie finden dort unter anderem, unter vielem anderen, eine Klasse Math. Das ist vor allem eine Sammlung von vielen, vielen mathematischen Funktionen in Form von Methoden der Klasse Math. Zum Beispiel Sinus, Cosinus, Logarithmus und so weiter. Sie finden aber auch zwei Konstanten da drin, die Kreiszahl Pi und die Eulersche Zahl E. Ja, wir haben eben die Konvention gesehen, Konstanten nur mit Großbuchstaben wurde hier eingehalten. Final, Konstanten und Static, das heißt, wird nur einmal für die ganze Klasse eingerichtet. Wozu auch? Ja, ich meine, in jedem. Wenn man das als eine Objektvariable machen, Entschuldigung, als ein Objektattribut machen würde, in jedem würde ja derselbe Wert stehen, 3.14 bzw. 2.71. Wozu das Ganze? Es reicht doch, das einmal abzuspeichern und das kann man eben mit Static als Klassenattribut machen. Und das erlaubt es eben, dass wir einfach math.p oder math.e schreiben, anstatt da erst eine Referenz von der Klasse Math einzurichten und darüber das erst anzusprechen. Beziehungsweise noch einen Schritt weiter. Wenn wir, wie wir schon anderswo in den Vorlagen gesehen haben, beziehungsweise wir haben es auch gesehen bei der Einrichtung von MyDirection, bei der Nachimplementation von Direction, wenn wir mit Import Static das so schreiben, dann können wir einfach Pi ohne Math.p nur als Pi hier hinschreiben und das ist dann ausreichend, dass der Compiler bei der Übersetzung weiß, aha, hier ist dieses Math.p gemeint, das setze ich da mal ein, die 3.14. Hier nochmal der Überblick, diese verschiedenen Möglichkeiten, zweimal als Variable, zweimal als Konstante. So kennen wir das bisher, Objektattribute, die variabel sind oder als Konstanten müssen gleich initialisiert werden, weil sie ja später nicht mehr überschrieben werden dürfen. Jetzt haben wir gesehen, Klassenvariable, also Attribute, die variabel gehalten sind, Klassenattribute und auch als Konstanten und nochmal hier auch in diesem kleinen Übersichtsbeispiel die Konvention eingehalten. Kleinbuchstaben oder anfangs erster Buchstabe ein Kleinbuchstabe, eigentlich bei Attributen und bei allem, was konstant ist, alles gebildet aus Großbuchstaben. Und damit ist dieses Video zu Ende.